Wie sage ich, dass es nett klingt? Und zwar waren sie Ace Demon. Auf jeden Fall war der Kurs so gut, dass Nikola sich erstmal übergeben musste. Hi, mein Name ist Nico. Na, ihr Hodenkarotten. Hi, ich heiße Nico und ich bin schwul, weil ich zu viel homogenisierte Milch getrunken habe. Could be true. Advent, Advent, ein Nico brennt. Don't hope so. Es ist wieder soweit. Prince Charming läuft gerade. Wow. Für die, die nicht wissen, Prince Charming läuft auf TV Now an sich. Also man muss quasi 4,90 € zahlen jeden Monat, um eben in den Genuss dieses Programms zu kommen. Falls ihr kein Geld dafür ausgeben wollt, trotzdem aber wissen wollt, wie es bei Prince Charming weitergeht, könnt ihr einfach meine Videos gucken. Wenn ihr übrigens auch Begrüßungen schicken wollt, die ich am Anfang des Videos immer sagen soll, gerne in die Kommentare schreiben, dann weiß ich ja Bescheid. Heute geht's um Folge 6. Eigentlich hätte ich auch einen Special Guest heute mit dabei. Aus der Staffel an sich. Es gab Komplikationen hinter den Kulissen. Warum und wieso und weshalb, erkläre ich euch nach dem Intro. Wenn ihr kein Video mehr zu Prince Charming verpassen wollt und keine Tea-Spilling-Session mehr mit mir verpassen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Dann kriegt ihr mal immer eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video online geht. Jetzt ist es gerade sehr Prince Charming-lastig, ich weiß, aber es ist einfach gerade die Staffel. Und mir macht so unglaublich Spaß, darüber zu reden mit euch, weil ich auch so viele Kommentare von euch bekomme, wie darüber reden könnt über die Staffeln. Es geht ja nur noch bis zum 18. Dezember. Danach geht es wieder hier regulär weiter. Aber bis es soweit ist, kommt jetzt jeden Donnerstag und Sonntag ein neues Video. Sonntag zum jeweils zum nächsten Advent. Und Donnerstag ist immer, weil ja erst Mittwoch die Folge von Prince Charming läuft und ich hier noch irgendwie drehen muss. Und danach geht's ganz normal weiter. Ihr könnt mir auch gerne mal die Kommentare schreiben, ob es mittlerweile zu viel Prince Charming ist auf diesem Kanal oder ob es noch okay ist. Denn es kommen noch ein paar Videos, mit denen ihr nicht gerechnet hättet zu Prince Charming. Also, jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Let's go. Yeah, have fun. Folge 6 ging damit los, dass Nikolas ein Date mit Aaron hatte. Aaron, will ich es nicht wissen, ist der, der irgendwie nie zu Wort kam in der ganzen Staffel und irgendwie immer nur so das Nesthäkchen war. Ich habe das Gefühl, Aaron kam immer zu kurz in der ganzen Staffel. Bis jetzt hat er endlich sein Einzeldate gehabt. Und zwar waren sie Ace Demon. Wie die es nicht wissen, es ist kein Föhn, es ist auch kein Bügeleisen. Man hockt sich auf ein Klo und es kommt von unten Dampf hoch, das die Libido stimulieren soll. Zitat Nicolas Puschmann, aka Prince Charming. Irgendwie hat der Prince mit Löchern. Und wir wissen jetzt zusammengefasst aus der ganzen Staffel, wir wissen, dass er sich alle 8 Wochen lang sein Loch wachsen lässt. Wir wissen, dass er es, bevor Aaron sein Bad angemalt hat in der letzten Folge, das vergessen hat. Und wir wissen jetzt, dass er sein A-Steamen lässt. Auf jeden Fall saßen die dann so auf diesem A-Steaming-Sessel, Klo, Thron, whatever, mussten sich natürlich voreinander aus, denn sie waren quasi bei ihrem ersten gemeinsamen Date komplett nackt. So kann man ein Date auch irgendwie anfangen. Und dann saßen sie ja so und haben sich ihr Loch steamen lassen und haben über, weiß nicht was geredet, über ihre Familie. Also sie saßen auf diesem Klo, es kam Dampf von unten auf ihren A und da haben nebenbei über ihre Familie geredet. Richtig ernst und seriös. Fand ich irgendwie lustig, das Bild. Dann ging es weiter, dann sind sie irgendwann fertig gewesen mit der Session und dann haben sie Champagner getrunken und dann kam der große Kuss zwischen Aaron und Nico, mit dem ich nicht gerechnet hätte, denn irgendwie hatte ich nicht den Anschein durch die ganze Staffel, dass irgendwie Nicolas überhaupt was von Aaron will. Ich weiß nicht, was hinter Nicolas abging, man kann nur das beurteilen, was irgendwie gezeigt wird im Fernsehen, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass da irgendwie eine Connection besteht, überhaupt in irgendeiner Weise. Und dann kam der Kuss und Nicolas hat gesagt, du gefällst mir richtig, richtig, richtig gut. No shade gegen Aaron, ich kaufe Nicolas nicht so ganz ab, weil irgendwie, ich habe da jetzt keine Connection gespürt. Also es war irgendwie so, das waren die ersten 5 Minuten gefühlt, die sie überall miteinander gesprochen haben. Das, was das Fernsehen gezeigt hat. Und ich dachte mir so, okay. Auf jeden Fall war der Kurs so gut, dass Nicolas sich erstmal übergeben musste. Das ist auch kein Scherz oder irgendwie ein Symbol. Er musste sich wirklich übergeben. Er ist aufs Klo gegangen und hat erstmal gekotzt eine Runde. So gut war der Kuss. Es war lustig. Ich habe wirklich lachen müssen. Es war wirklich sehr, sehr lustig. Danach ging es sofort weiter mit einem Date mit Simon. Das war interessant. Denn Simon durfte die Residenz von Prince Charming höchstpersönlich besuchen. Und zwar vor Ort in Prince Charmings Haus. Prince Charming, wow, wie oft kann man Prince Charming sagen? Im Whirlpool gewartet auf Andreas. Simon, nicht Andreas. Ich komme durcheinander. Es war echt ein süßes Date. Da haben sie im Whirlpool ein bisschen gequatscht und Nicolas hatte auch seine Beine über den Beinen von Simon. Dann haben sie sich auf so eine Art Sofa-Liege draußen bequem gemacht und haben sich im Bademantel aneinander gekuschelt. Es sah wirklich sehr vertraut aus und sehr eng aneinander. Es gab auch den einen oder anderen Stirnkuss. Natürlich will man mehr. Ich finde auch, Nicolas hat nicht gerade die Signale ausgesendet, dass er kein Interesse an Simon hat. Aber irgendwann kam dieser O-Ton, also quasi das Interview ohne Simon von Nicolas, wo Nicolas gesagt hat, er kann sich beschreiben, aber er fühlt kein Flackern zwischen den beiden, was ja voll okay ist. Aber ich finde auch, dafür, dass er kein Flackern gespürt hat, war er Simon ganz schön nahe und hat sehr oft mit ihm gekuschelt und hat sich auch kuscheln lassen und hätte auch gedacht, dass Nicolas anders empfindet, wie er anscheinend empfunden hat. Und dann hat kurzerhand Nicolas Simon nach Hause geschickt. Eigentlich sollte er übernachten. Dann hat auch Simon zurecht gesagt, ja, wenn du mich nicht willst, dann gib mir kein Anzeichen von Kuscheln und keine Ahnung was, sondern sag's mir gleich direkt ins Gesicht und kuschel mich nicht. Das verstehe ich vollkommen. Das Einzige, was ich ihm vorwerfe, dem guten Simon, er kam dann in die Villa zurück, hat dann gesagt, nee, so jemanden brauche ich nicht, so jemanden will ich nicht in meinem Leben, er ist super fake und keine Ahnung was. Hat den anderen gesagt, wie fake Nicolas
das ist und das alles gelogen ist und dass er ihn zwar kuschelt und küsst und keine Ahnung was, aber es trotzdem alles fake ist, weil er gesagt hat, dass er ihn nicht will oder keinen Klick gemacht hat. Er war super aufgeregt und hat er gesagt, für ihn endet die Reise hier. Und 5 Minuten später sagt er in die Kamera, die Liebe ist unergründlich. Wenn er sagt, er will mich behalten, dann bleibe ich hier. Du hast gerade gesagt, die Reise ist vorbei. Warum sagst du, du bleibst hier? Du Ich weiß nicht, was off-camera passiert ist. Vielleicht haben sie nochmal geredet, kann natürlich auch sein. Ich weiß nicht, was gezeigt wird und was nicht gezeigt wird. Aber Standpunkt ist, dass du richtig sauer auf ihn bist, weil er keine Gefühle für dich hat. Ich verstehe es nicht. Und dann sagst du, wenn er will, dass ich bleibe, bleibe ich hier. Das ist kein persönlicher Angriff. Ich weiß nicht, was hinter der Kamera passiert ist. Ich bleibe hier, wenn er das will. Ich dachte mir so, nein. Tust du nicht. Das verstehe ich nicht. Ich habe es auch echt nochmal gedreht und gewendet in meinem Kopf, wie ich das für richtig, aus seiner Sicht, da muss was passiert sein auf Kamera, sonst kann ich mir das einfach nicht erklären. Also ich kann es mir nicht erklären. Keine Ahnung. Ich würde aber sagen, auch wenn die 2 Dates sehr viel Space in dieser Folge angenommen haben, war das Hauptthema dieser Folge Alexander. Alexander, er tut mir schon ein bisschen leid. Er tut mir wirklich ein bisschen leid. Ich finde Alexander sehr gruselig, ehrlich gesagt. Ich finde ihn sehr gruselig, weil er immer irgendwie ganz neutral guckt und wenn Nikolas kommt, strahlt er wie ein Honigkuchenpferd, aber eine riesige Grinsekatze. Aber auf jeden Fall, Alexander, wie sage ich, dass es nett klingt? Er ist ein bisschen das schwarze Schaf in der Villa. Also er macht nichts wirklich, aber er ist ein krasser Außenseiter. Und ich weiß, wie gesagt, wir wissen alle nicht, was wirklich abging, außer die Kandidaten selbst. Aber was so gezeigt wird, ist Alexander immer alleine und stachelt so mit den Leuten rum und keine Ahnung was, verstreut so ein bisschen Gift überall. Es gab Drama, Drama, Drama in dieser Folge. Einfach weil Alexander sich nicht irgendwie eingliedern kann. Und irgendwie haben alle Angst vor ihm. Ich weiß, ich kann es gar nicht beschreiben. Ich finde ihn auch sehr gruselig. Ich kann es aber gar nicht beschreiben. Ich darf auch keine Videos hier zeigen, ich kann nur Bilder einblenden, aber daraus wird man nicht schlau, ehrlich gesagt. Man muss es fast miterleben in diesen Folgen. Ich kann das nicht beschreiben, aber ich habe auch... Ich finde ihn komisch. Also, und es tut mir auch so leid, weil die Vorgeschichte ist ja, dass er Familie als Zeugen Jehovas hat, sie dann geoutet hat und dann keinen mehr hatte. Also er war komplett allein, weil sie die ganze Familie verstoßen hat. Er ist quasi ein Einzelgänger und sucht in dieser Show seine große Liebe. Und der Prince Charming hat Lucien gesagt, Alexander eben gebeten hat, dass er ein Date mit Nikolas bekommt, weil er noch nie ein Date mit ihm hatte. Und hat Nikolas nur gesagt, deine Zeit kommt noch. Und Alexander hat das irgendwie so aufgefasst von wegen so, ja, morgen ist mein Tag, morgen wird er mich abholen. Aufgestanden vor einem anderen und hat den ganzen Tag am Zaun gewartet, dass Nikolas ihn abholt. Nikolas kam aber nicht, um ihn abzuholen. Und das tat mir so leid, weil er den ganzen Tag an diesem scheiß Zaun auf dieser Liege gesessen ist und gewartet hat, bis Nikolas kommt. Er kam aber nicht, um ihn abzuholen. Das tat mir so leid. So ein verschwendeter Tag. Ich persönlich würde gar nicht warten, dass er kommt. Ich finde das auch ein bisschen traurig, dass man dann so wartet. Ist ja auch voll unter seinem Niveau. Wenn er kommt, kommt er, wenn nicht, dann eben nicht. Aber gut, ihm war wahrscheinlich auch sehr langweilig, kann auch sein. Und deswegen hat er gewartet, während er nichts gemacht hat. Weiß nicht, fand das sehr, sehr komisch. Und auch er tat mir sehr leid. Aber, wie gesagt, alle sind sauer auf ihn und keiner will was mit ihm zu tun haben. Es wird Gründe haben. Es wird einfach Gründe haben, ne? Dann kamen die Eltern der Kandidaten zu Besuch. Oder zumindest die Freunde oder die besten Freunde oder Verwandte oder keine Ahnung was. Jeder Kandidat hatte quasi ein Gegenstück, was dann ihn in der Villa besucht hat. Und es waren 6 Kandidaten. Und ich habe schon gesehen, weil die Kandidaten wurden erst vom Bachelor aufgefangen, Prince Charming. Und es waren nur 5 Gegenstücke und keine 6. Und ich dachte mir so, okay, wer hat hier bitte jetzt keinen Elternteil dabei? Und ich finde, Alex kam sowieso in dieser Folge nicht so gut weg, weil er dauernd als schwarzes Schaf und allein und pisst dargestellt wurde. Und dann kam auch noch raus, dass von ihm keiner Zeit hatte und keiner gekommen ist. Das hat mir so leid irgendwie auch. Also ich finde ihn auch, muss ich ehrlich gesagt sagen, in der Serie, ich kenne ihn nicht privat oder persönlich, sehr unsympathisch. Aber das hat mir echt ein bisschen leid, dass keiner kam. Das tat mir wirklich sehr, sehr leid. Stell dir mal vor, alle um dich herum haben Halligalli und freuen sich, dass Leute kommen. Und du stehst dann so da mit deinem Gläschen Sekt oder Champagner und denkst dir so, and what about me? Dann hat Alexander seinen letzten Zug gewagt. Spoiler, es war ein Fail. Und hat mit Nikolas alleine reden wollen. Davor hat aber Alexander so einen Zettel gemacht mit Fragen, die er Nikolas fragen will, weil er ihn ja gar nicht kennt. Die hatten auch noch nie ein Date zusammen, aber trotzdem hat er sich vorher in ihn verliebt. Auf jeden Fall hatten sie dann kurz Zeit und Alexander holt seinen Zettel raus und fragt ihn von diesem Zettel, was sind deine größten Schwächen? Nikolas ist so nett und sagt, dass er es jedem anderen recht machen will und sich selbst immer zurücknimmt. Und was hat Alexander? Das ist wirklich eine Schwäche, daran musst du wirklich arbeiten. Sowas sagt man doch nicht! Da dachte mir so, okay, bye. Ich dachte mir wirklich, was hast du gerade gesagt, Junge? Nikolas war auch sehr pisst. Du hast auch richtig gesehen, wie sein Gesicht gefallen ist. Einfach so. Daraufhin war dann die Entscheidungsnacht. Spoiler, Alexander musste die Villa verlassen und auch Simon. Wobei Simon ja auch geblieben wäre, hätte Prince Charming gesagt, bleib bitte. Also wendbar wie ein Wurm. Ich meine, das ist wirklich nicht persönlich alles. Ich kann nur das beurteilen, was ich eben sehe und das habe ich nicht verstanden. Das habe ich einfach nicht verstanden. Safe gab es da noch Off-Camera-Material, was wir aber nicht gesehen haben. Für die, die Folge gesehen haben, schreibt mir bitte mal in Kommentare, ob ihr das verstehen könnt oder ob ihr das nachvollziehen könnt. So, und jetzt noch kurz. Eigentlich hätte ich heute noch mit einem anderen Kandidaten gesprochen aus der Staffel. Das Ding ist aber, es kann sein, dass die Redaktion von TV Nord das nicht so toll fand, dass Kandidaten
Dinge erzählt haben, die sie ihm erzählt haben. Und deswegen haben sie gesagt, dass sie auf weiteres, bis eben das Finale gelaufen ist, keine Interviews mehr geben dürfen. Aber hey, TV Now kennt mich jetzt. Ramon und ich von Nick Gallagher haben noch ein paar Videos gedreht mit einem Kandidaten zusammen, die noch online gehen werden. Also die sind ja auch voll legitim. Also es werden noch 2-3 Videos mit Kandidaten kommen. Der Trailer zu Folge 7 sah sehr gut aus. Also ich muss sagen, wenn Prince Charming etwas kann, dann neugierig auf die nächste Folge machen. Das sah sehr, sehr gut aus. Ich bin sehr gespannt, was da noch kommen wird jetzt. Und wenn ihr gespannt seid, lasst gerne ein Abo da. Dann kriegt ihr von dem ganzen Zeug was mit und dann, wisst ihr Bescheid. Und dann würde ich sagen, abonniert nicht vergessen. Lasst gerne noch oben da, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt mir in die Kommentare bitte eure Meinung zu Alexander und Simon. Dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.